Das heutige Video wird euch präsentiert von Bing X. Kryptos kaufen, handeln oder einfach Copy-Traden. Willkommen in eurem sozialen Trading-Netzwerk. Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Mittwochsvideo Zahlen, Daten und Fakten. Wir werden uns mal die Kryptowoche anschauen und gucken, wie die Kurse so gelaufen sind. Außerdem gucken wir uns mal an, was bei Ethereum abging. Es hat sich ja einiges getan nach dem Ethereum-Merge. Wohin sind die Miner abgewandert? Wie sieht's eigentlich bei Ethereum Classic, Ravencoin und so weiter mit der Hashrate aus? In dem Zusammenhang werde ich mit euch mal gemeinsam einen sehr, sehr spannenden Artikel durchgehen, wie viel es kostet, Bitcoin quasi außer Gefecht zu setzen durch eine 51%-Attacke. Die Zahlen werden euch definitiv erstaunen. Und dann kommen wir noch zu diesem sehr, sehr spannenden Artikel. Ripple und die SEC beantragen beide, nicht nur Ripple, beide eine Urteilsfindung, die sehr, sehr zeitnah stattfinden soll, vielleicht sogar noch 2022. In dem Sinne dürft ihr gespannt sein, bleibt bis zum Schluss dran und los geht's nach dem Intro. Ja, Freunde, die Woche lief nicht wirklich gut. Ihr seht ja schon viele Projekte, zweistellig im Minus und Bitcoin hat die 20.000 Dollar Marke verlassen. Wir werden uns dementsprechend auch gleich mal den Bitcoin-Chart anschauen. Zunächst aber der kurze Hinweis an alle, die vielleicht jetzt gerade partizipieren wollen an diesen Abverkäufen. Ihr habt die Möglichkeit, bei BingX für 0 Euro Gebühren zu traden. Also ihr könnt euch jetzt zum Beispiel gerade, wenn ihr sagt, ihr akkumuliert eben hier einige Coins kaufen, ohne dass ihr dafür Trading-Gebühren bezahlt. Sehr, sehr nice. Und das Ganze ist vor allem erstmal bis auf Weiteres. Das heißt also, es gibt jetzt auch keine Deadline. Ihr habt also noch einige Tage und Wochen Zeit, um zu akkumulieren, und von daher viel Spaß dabei. Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ansonsten noch was Organisatorisches. Morgen gibt es den zweiten Teil der Ripple-Doku. Schön, dass sie so gut bei euch angekommen ist. Morgen gibt es dann am Abend den zweiten Teil und Freitag gibt es dann den 30.000 Abonnenten-Livestream. Da werden wir mal eine richtig schöne Runde plaudern. Ich werde ein bisschen was verlosen. Ich werde mich all euren Fragen annehmen. Wir können auf Videos reacten oder. Ihr entscheidet das Ganze. Also seid dabei am Freitag. Ich denke mal, wir starten um 20 Uhr. Und nun genug Organisatorisches. Starten wir mal direkt rein und gucken uns den vielen Greed-Index an. Der hat sich nämlich leicht verschlechtert auf einen Wert von 23. Das ist jetzt aber ehrlich gesagt nichts Neues und auch die Coins, die gekauft werden, sind nach wie vor die üblichen Verdächtigen. Ethereum, US-Coin, Bitcoin. Allerdings sieht man hier, dass Ethereum das erste Mal seit längerer Zeit mal den meisten Teil oder den größten Teil ausmacht. XRP mal wieder dabei, wie schon so oft in den letzten Wochen. Und wir werden auch gleich mal über XRP sprechen. In meinem letzten Video, wo ich den Ausbruch so ein bisschen gefeiert habe, hagelte es von einigen von euch Kritik von wegen, was redest du da? Der ist doch nur um 3, 4 Cent gestiegen. Ich werde euch gleich mal erklären, dass das manchmal nicht unbedingt sinnvoll ist, nur auf den Dollarkurs zu gucken, sondern vor allem das Verhältnis XRP zu BTC unter die Lupe zu nehmen. Und dass man auch daran denken sollte, mit Ausbruch ist nicht immer gemeint, dass wir ein All-Time-High erreichen, sondern manchmal, dass wir einen Channel verlassen oder dort ausbrechen. Und was ich im Teil damit meine, gucken wir uns gleich an. Da Ethereum momentan so das Thema der Themen ist, gucken wir mal an, wohin die Miner gegangen sind. Ihr seht, wir waren also deutlich über der 900 Terahash pro Sekunde Marke und mittlerweile sind wir nur noch bei 740. Ich hätte ehrlich gesagt einen noch drastischeren Einbruch erwartet, aber ihr seht, die letzte Woche ist komplett stabil. Nachdem wir uns also bei dieser 740 Terahash pro Sekunde eingependelt haben, sind wir auch da geblieben. Und parallel dazu sehen wir allerdings bei den anderen Projekten, die zunächst einmal richtig an Fahrt gewonnen hatten, was die Hashrate betrifft, dass es dort doch so ein Stück weit wieder korrigiert. Bei Ethereum Classic waren wir teilweise schon bei über 300 Terahash pro Sekunde, also fast die Hälfte von dem, was Ethereum ausmacht. Mittlerweile sind wir aber nur noch bei etwa einem Fünftel mit 177 und Tendenz ist weiter abnehmend. Bin mal gespannt, wie sich da das in der Zukunft gestaltet, ob es vielleicht nur FOMO war oder ob die Miner wirklich Potenzial sehen bei Ethereum Classic. Ravencoin hingegen konnte nicht ganz so geil aufbauen, also nicht ganz so viel Terahash gut machen. Trotzdem hat er sich fast vervierfacht und da ist alles erst einmal so geblieben. Also die Miner, die sich für Ravencoin entschieden haben, scheinen es nicht zu bereuen und bleiben dabei. Wir können noch mal kurz auf den Ethereum Proof of Work Coin schauen. Der hat nämlich deutlich verloren von über 100 Dollar mittlerweile auf 6 Dollar. Ihr seht also, es ist einiges passiert, aber ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, bislang konnte eigentlich noch nicht so wirklich Ethereum in irgendeiner Form gefährlich werden. Alles in allem muss ich ganz klar sagen, scheint das Merge gut überstanden zu sein und bis auf ein bisschen einen Kurseinbruch gibt es eigentlich technisch gesehen nichts, was Ethereum irgendwie verbaselt hätte, haben das hervorragend geschafft und somit hat sich, glaube ich, das Warten für die Community gelohnt und vor allem ist es ein Beweis dafür, dass der Umzug von Proof of Work zu Proof of Stake also funktionieren kann.
Ja, schauen wir mal kurz in den Bitcoin-Chart. Wir stehen kurz vor dem Neumond, aber ich muss ganz klar sagen, momentan bringen die Monde oder der Indikator nicht wirklich viel. Die letzten Wochen sind doch sehr kurios. Es ist sehr, sehr viel Unordnung in den Märkten. Es gibt ständig irgendwelche Zinsentscheide und. Also viele Themen, die da eine wichtige Rolle spielen. So steht auch jetzt wieder der nächste Zinsentscheid der Fed bevor. Und von daher kann man sich momentan leider nicht auf diesen Indikator verlassen. Ich bin wieder zur Seitenlinie zurückgekehrt, weil es doch momentan sehr heikel ist. Man kann sich sehr schnell die Finger verbrennen. Und charttechnisch seht ihr schon, darf Bitcoin einfach nicht diese 19.000 Dollar Marke verlieren. Die ist jetzt mittlerweile doch sehr solide. Ihr seht, wir haben mehrfach versucht, dort durchzubrechen und es nicht geschafft. Die 19.000 Dollar Marke muss halten. Wenn sie nachhaltig gebrochen wird, dann geht es nach wie vor in Richtung 12k, was ich aber momentan einfach nicht glauben möchte. Wie ist generell so mein Bauchgefühl? Momentan doch alles sehr schwierig, denn wir merken, dass sehr, sehr viele negative Neuigkeiten aufploppen. Nun kam aus Russland wieder etwas rauerer Wind hier rüber und dann kommt auch noch der Fed-Zinsentscheid heute Abend. Heute Abend um 20 Uhr sollte das Ganze denn starten. Ich persönlich rechne damit, dass wieder diese Basispunkte erhöht werden. Mal gucken. Danach gibt es dann auch nochmal eine Pressekonferenz mit Jerome Powell. Also wenn ihr Bock drauf habt, findet ihr das Ganze sicherlich auf YouTube. Und um das Bitcoin-Thema abzuschließen, bevor wir zu XRP kommen, schauen wir uns nochmal an, wie viel es kosten würde, eine 51% Attacke auf Bitcoin zu starten. Der Versuch, Bitcoin zu hacken, würde im finanziellen Ruin der angreifenden Entität enden. Geschützt durch hunderte Miner und verifiziert durch tausende Node-Betreiber läuft die Blockchain seit ihrem Start unaufhörlich. Bisher kam es auch noch zu keinem Hack der Proof of Work Blockchain. Also Bitcoin nach wie vor das sicherste Netzwerk. Wer Bitcoin hacken möchte, und jetzt haltet euch fest, der braucht Geld. Allein 216 Millionen ASIC-Miner-Geräte würden knapp 9 Milliarden US-Dollar kosten. Dazu kommen dann auch nochmal läppische 20 Millionen US-Dollar an Stromkosten pro Tag. Dementsprechend wäre es wohl fast unmöglich, Bitcoin zu hacken, zumindest wenn man die Absicht hat, damit irgendeinen Profit zu machen. Im Vergleich dazu scheint das Hacken der Bitcoin Fork Bitcoin Cash um einiges leichter zu sein, damit ihr mal ein Gefühl habt. Hier seht ihr mal Bitcoin Cash zu Bitcoin allein, die Hashrate, wie krass sie sich unterscheidet. 216 Millionen ASIC-Miner zu 12.000. Ja, ihr habt richtig gelesen. Unfassbar, habe ich auch nicht gedacht, dass der Unterschied so riesig ist. Hier seht ihr auch nochmal die Gerätekosten anpassend und auch die Stromkosten. Also, ich glaube, solange sich die Milliardäre nicht gegen Bitcoin verschwören, wird die 51% Attacke nur eine Theorie bleiben und ich denke mal nicht, dass sie umgesetzt werden kann. Schreib mir gerne mal deine Meinung dazu in die Kommentare. Vielleicht hast du ja auch technisch noch ein bisschen mehr Know-how in dieser Richtung und kannst vielleicht doch beschreiben, wie ein Hack möglich wäre. Ja, jetzt mal ganz kurz zu dem XRP-Chart. Ich wollte den heute mal mit reinnehmen, weil ihr ja, glaube ich, beim letzten Mal doch häufiger die Frage gestellt habt, was meint der Junge mit Ausbruch? Also, mit Ausbruch meine ich nicht, dass wir jetzt den Mond bereisen und dort unsere Zelte aufschlagen, sondern wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen Trend, ja, und dieser Trend wurde einige Male durchbrochen und einige Male, wie zum Beispiel zuletzt im Februar 22, gab es mal sogenannte Ausbrüche. Das heißt, wir sind ausgebrochen aus diesem Pattern, ja. So, dieser Ausbruch fand auch zuletzt statt und dementsprechend habe ich von einem Ausbruch gesprochen. Dazu kommt, wenn ihr euch mal anschaut, XRP im Vergleich zu Bitcoin, allein jetzt seit Juni hat XRP 75% gut gemacht auf Bitcoin. Wenn man also XRP gegen Bitcoin rechnet, hätte es deutlich mehr Sinn gemacht, in XRP investiert zu sein, um Profite zu machen. Denn wie ihr hier sehen könnt, sind wir im Vergleich zu Bitcoin schon zweimal ausgebrochen. Einmal hier ein relativ starker Ausbruch, der dann aber wieder einigermaßen gebremst wurde. Und nach einigen Wochen der Seitwärtsbewegung gab es wieder einen Ausbruch. Und dementsprechend sehe ich das als sehr, sehr positiv, auch wenn wir noch weit entfernt sind von 589 Dollar. Nein, aber mal im Ernst, also ich bin sehr zufrieden, was die letzten Tage passiert ist. Und hier nochmal XRP gegen BTC auf Tagesbasis, also seit dem 13. September, also seit einer Woche, hat XRP 41% gut gemacht auf Bitcoin. Und das ist doch das, worum es geht. Wenn XRP steigt und Bitcoin parallel fällt, dann sinkt der Dollarpreis. Das hat dann aber nichts mit XRP zu tun, sondern mit der Tatsache, dass Bitcoin eben an alle anderen Coins gekoppelt ist. Das heißt, wenn Bitcoin an einem Tag 20% verliert und XRP 20% gewinnt, dann steht bei euch 0%. Und dann sagt ihr, wovon redet der Herr? Aber ihr müsst immer berücksichtigen, dass der Vergleich zu Bitcoin ja das Entscheidende ist, wonach wir unsere Altcoins bemessen sollten. Ja. Ich hoffe, diejenigen von euch, die es bisher nicht so gut nachvollziehen konnten, konnten jetzt mal meinen Gedankengang nachvollziehen. Und nun kommen wir mal zu der Story, die mich persönlich doch ein bisschen bewegt hat, weil bisher war es ja doch so, dass Ripple auf jeden Fall auf dieses summarische Urteil gedrängt hat, aber jetzt will die SEC wohl ebenfalls ganz, ganz schnell ein Urteil. Ripple und SEC drängen auf schnelles Urteil. Die US-Börsenaufsicht und Ripple fordern ein schnelles Urteil über den regulatorischen Status von XRP. Sowohl Ripple als auch die SEC haben Anträge auf ein summarisches Urteil in der Streitfrage um XRP eingereicht.
Das hier nochmal ein Zitat von Brad. Die heute eingereichten Unterlagen machen deutlich, dass die SEC nicht an der Anwendung des Gesetzes interessiert ist. Sie will alles umgestalten in den unzulässigen Bestreben, ihre Zuständigkeit weit über die vom Kongress verliehenen Befugnisse hinaus auszuweiten. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Ich weiß nicht, ob das nur eine Verteidigungsmasche ist der SEC, dass sie auch direkt einen Antrag eingereicht haben, um einfach so ähnlich wie bei so einem Boxkampf, wenn nach der 12. Runde dann der Dong kommt und beide eben bis zum Schluss durchgehalten haben, freuen sich beide wie verrückt, damit die Ringrichter so ein bisschen verunsichert werden, wer denn nun der Sieger ist von beiden. So kann ich mir das hier auch vorstellen. Beide reißen jetzt sozusagen die Arme hoch und sagen, hey, meinetwegen kann das Urteil gleich morgen kommen. Ich bin daher mal sehr gespannt, was die nächsten Entwicklungen mit sich bringen. Und hier nochmal ein etwas ausführlicherer Artikel. Ripple und SEC beantragen Urteilsfindung in langjährigem Rechtsstreit. Die amerikanische SEC und das Blockchain-Unternehmen Ripple fordern nun beide jeweils, dass im langjährigen Rechtsstreit zwischen den beiden nun ein abschließendes Urteil gefällt wird. In separaten Anträgen haben sowohl SEC als auch Ripple am vergangenen Samstag entsprechend veranlasst, dass das zuständige Bezirksgericht von New York möglichst zeitnah zum sogenannten Summary Judgment kommen soll. Summary Judgments können im amerikanischen Prozessrecht beantragt werden, wenn mindestens eine der beteiligten Prozessparteien der Ansicht ist, dass dem Gericht ausreichend Beweismittel vorliegen, um ein Urteil treffen zu können. Also, es sieht ganz danach aus, als würde hier so ein bisschen Fahrt aufkommen und wer weiß, vielleicht gegen die Erwartung vieler da draußen wird vielleicht ja doch dieses Jahr das Ganze noch geklärt. Würde mich persönlich sehr freuen. Viele reden ja davon, dass im November, wenn dieses Swell-Event in London startet, dass bis dahin vielleicht schon alles soweit geklärt ist. Mich würde das auf jeden Fall megamäßig freuen. Allein damit wir endlich mal wieder andere Themen haben, als immer nur über die SEC zu sprechen. Schreib mir gerne mal deine Meinung dazu in die Kommentare. Glaubst du, dass eine Einigung noch in diesem Jahr realistisch ist? Oder glaubst du, dass das wieder nur ein neuer Halm ist, an dem wir uns klammern wollen? Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Wünsche euch jetzt allen einen richtig, richtig geilen Tag. Morgen gibt es den zweiten Teil der Ripple-Doku. Freitag sehen wir uns beim Livestream. Da freue ich mich schon sehr drauf. Habt einen tollen Tag, ihr Lieben. Bleibt mir gesund. Und bis bald. Ciao.